öffentlich geliebt werden, aber insgeheim hasst dich jeder. Das ist ja... Jetzt baitest du auch noch rein. Also lieber den körperlichen Schaden. Oh. Das haben auch gesagt 48%. Ich verstehe die Logik auch nicht, aber das ist egal. Bruder. Wir sind dumm. Die Mehrheit ist einfach dumm. Aber ja, wen juckt denn das scheiß Wetter? Was? Mal rein logisch, willst du nicht am Hals zurück in die Hauswand geschleppt werden? War ein so ehrenloses Verhalten. Eine Welt, die niemals zugrunde geht. Herzlich willkommen hier wieder auf unserem Kanal Game Guys World mit einer neuen kleinen Challenge hier in GTA. Und zwar die Fortsetzung zum Entweder-Oder-Video. Zu diesem bunten Auto sitzt der Lorenzo. Ahoi. In der Mitte haben wir den guten alten Bruno. You dog. Und hier ganz am Rand der gute alte Horst. Frido, sorry, hab ich dich verwechselt. Grüße. Und zwar gibt es immer eine Entweder-Oder-Frage. Es ist egal, was die wählen wird, die Kontrahenten, sondern die Frage ist, was haben die anderen Leute im großen, weiten Internet entschieden? Und das Ziel ist es, mit seinem Gefährt hier hinter zu diesem Häuschen. Wer als erstes dort hat gewonnen. Bei jeder richtigen Frage kriegt man 20 Sekunden. Bei jeder falschen fehlt einem einfach die Zeit. Okay. Lori, bist du bereit? Oh, okay. Entweder-Oder. Würdest du lieber durch dein Land kostenlos reisen, per Zug? Für mein restliches Leben? Ja, ja. Mhm. Oder die ganze Welt kostenlos bereisen, aber mit einem Boot. Ich glaube, ich würde schon die Welt per Boot sagen. 54% haben gesagt, die Welt per Boot. Oh. Ui, echt? Lori hat somit seine... Heftig. Lori hat die ersten 20 Minuten freigeschalten. Alter, wie lang der jetzt direkt zum Ziel. Systemfehler, 20 Minuten abgekommen. So, Bruno, bist du bereit? Ja, sicherlich. Würdest du lieber oder entweder oder die Fähigkeit haben zu fliegen oder die Fähigkeit haben unsichtbar zu werden, wenn du es willst? Ich dachte es mir. Also, ich gehe da mal ganz logisch ran. Denn fliegen können wir mittlerweile, so mit Flugzeug und so. Da könnte man jetzt einen Pilotenschein machen oder so. Aber unsichtbar sein, ich nehme unsichtbar sein, safe, Alter. Komm. Bruno sagt, ich hoffe, die Mehrheit hat auch logisch gedacht. Das haben auch gesagt 59%. Alter, die Mehrheit ist so gut drauf. Heftig. Bruno hat also auch 20 Sekunden freigeschalten. Fridolin, bist du bereit? Yes. Würdest du lieber, jetzt wird's ein bisschen düster, wissen wollen, wie du stirbst oder wissen wollen, wann du stirbst? Wann? Wie du sagst, wann? Das haben auch gesagt 54%. Boah, das alle ist echt ein Spiel, haben Fall. 20 Sekunden bekommen. Okay, let's go. Seid ihr bereit? Jo. Sicher. Yes. Nicht vergessen, ihr müsst vorne rechts abbiegen. Ja. Yeah. Also, 3, 2, 1, los. Jo, Alter, lass mich. Oh, hier, spannendes Way, Rennen, oder spannendes was? Rennen. Ah, ja. Jetzt hier richtig. Oh, Gott im Himmel. Und das ist der Einzige, der es richtig durchgeschafft hat. Gosh, Alter, gib Gas. 15. Ab über die Raute. Ich bin über die Laterne 13, gefahren. Heftig. 2, 1, stopp. Ich habe Laterne mitgenommen und Baum. Das hatte ich nicht erwähnt. Ich hoffe, ihr habt euch daran erinnert, dass sobald die Zeit rum ist, dürft ihr nichts mehr drücken. Ja. Safe. Dann geht's wieder los. Lori. Jo. Würdest du lieber jedes Jahr zu einem neuen Ziel reisen oder jedes Jahr immer wieder deinen Lieblingsort besuchen? Ich würd auf Lieblingsort tippen. Das haben auch gesagt 26%. Nee. Die nächste Frage, wenn der Frido die bekommen würde, ist sie sofort die Antwort, aber das Gute ist, der Bruno ist dran. Bruno, würdest du lieber in eine Familie geboren werden, die reich, aber korrupt ist? Oder ich nehme Antwort B. Die arm, aber sehr moralisch ist? Alter, ich gehe so in die Moral. Okay, das haben auch gesagt 43%. Somit hätte Fridolin fahren dürfen. Richtig. Bitte was? Bruno aber nicht. Aber ich würde mich niemals umentscheiden. Frido, das ist jetzt deine Chance, einen 20 Sekunden Vorsprung zu bekommen vor den anderen. Hättest du lieber die Fähigkeit, mit Tieren zu kommunizieren oder jede Sprache flüssig sprechen zu können? Mit Tieren. Das haben auch gesagt 35%. Alter, nächste Runde. Warten wir die 20 Sekunden? Lori, du bist dran.
Würdest du lieber die Fähigkeit verlieren zu sprechen oder die Fähigkeit verlieren zu hören? Zu sprechen, safe. Da geht der Safe Call zum Sprechen, das haben ja, auch gesagt. Da kommt der Musiker. 78%. Das heißt, Gloria hat seine 20 Sekunden bekommen. Bruno! Uiuiui, jetzt müssen wir aufschließen, Frio. Würdest du lieber einen Partner haben, der dich nicht mag, oder niemals einen Partner haben? Ich persönlich wüsste, was ich nehme. Aber ich entscheide mich für Antwort A. Also ich würde tatsächlich, glaube ich, würde eher Antwort B nehmen. Partner haben. Ja, aber du sagst, die Mehrheit hat A gesagt. Die Mehrheit hat, glaube ich, A gesagt. Der A haben eine Mehrheit von nichts, sondern 23%. Hä, hey, was? Hey. Das heißt, das war falsch. Du hast gesagt, eine Mehrheit von hier. Das ist ja, jetzt baitest du auch noch rein. Reingebaitet. Heftiger Typ. Also Bruno darf nicht fahren, Lori darf fahren. Friedolik, du bist dran. Ja. Hättest du lieber einen Partner, der dich physisch misshandelt, oder ein Partner, der sich emotional behandelt? Behandelt, Alter, was habe ich gesagt? Misshandelt. Also lieber den körperlichen Schaden. Das haben auch gesagt 48%. Lorenzo, Alter, hat das 20 Sekunden jawohl. Freetime bekommen. Sag mal, bist du der ganz vorne, Lori, oder bist du ganz hinten? Ich bin ganz hinten. Aber ich gehe die Abkürzung den Hang runter, Alter. Ja, also, Lora, wir sind schon fahr. Bist du bereit? Ja. Gib ihm. Vielleicht 3, 2, 1, go. Ja, ein Hang da irgendwie runterjumpt. Oh, da geht er um den Zaun. Oh Gott, da sind viele Steine. Eieiei, das ist schwierig. Ah, mach mal. Nein. Oh nein. Ich sehe es nur auf der Karte zu drehen. Stopp. Hä, wo bist du da irgendwie? Okay. Jetzt bin ich ganz vorne. Nice. Sehr gut. Ich stehe also rückwärts. Lori. Ja. Du bist wieder dran. Würdest du lieber jedes Mal deinen Zeh anstoßen, wenn du läufst? Bei jedem Schritt? Oder jedes, ich steh dir, jedes Mal, wenn du läufst. Das ist auch die Vorgabe, die die anderen bekommen. Deinen Zeh anstoßen, wenn du läufst. Oder jedes Mal stolpern, wenn du eine Treppe hoch oder runter läufst. Also Zeh ist halt schon echt kacke. Ne, es gibt nur A oder B. Ja, Zeh ist schon echt kacke. Deswegen nehme ich entweder A oder B. Also, wenn du beim Runtergehen bei einer Treppe stolperst, kannst du halt sterben. Bei einem wenn du dir den Zeh stößt, nicht unbedingt. Aber sich den Zeh jedes Mal beim Laufen zu stoßen, da würde ich gerne sterben. Dann nehme ich B. Das haben auch gesagt 73%. Boah, okay. Gut. Ich wäre auch safe für B gegangen, weil du läufst ja nicht immer eine Treppe hoch, aber du läufst jedes Mal. Stimmt ja. So. Es ist mir abgeschossen worden ohne Treppe. Ja, auf jeden Fall. Und auch in deiner Wohnung ist keine. Einfach eine Rampe hochlaufen. Bruno ist dran. Würdest du lieber, eigentlich weiß ich da auch bei Bruno und Frido, was sie beide beantworten würden, 10 Menschen retten und dich selbst opfern oder 10 Menschen sterben lassen, um dich selbst zu retten? Ja, komm. Die Mehrheit hat B gesagt. Komm. Gib mir die Mehrheit. Die Mehrheit hat B gesagt. Das waren 59%. Boy, wenn du jetzt wieder eine kleinere Zahl gesagt hättest, ich wäre durchs Mikrofon in dein Gehörgang gesprungen, Alter. Und da hätte ich richtig so aufs Trommelfell, du, getrommelt. Fridolin, bist du bereit? Yes. Würdest du lieber nur noch Früchte essen oder nur noch Fleisch essen? Nur noch Fleisch. Das haben auch gesagt 59%. Alter, what? Somit heftig. Haben es ja wieder alle drei freigeschaltet, das hätte oder? Ich wenn ich richtig gedacht. Bin? Ja, voll. Seid ihr bereit? Mhm. 3, 2, 1, los. Oh, da kriegt er noch einen Turbo-Boost von hinten. Ich muss vielleicht geboostet. Ja, das geht gar nicht. Sehr gut, da biegen sie rechts ab. Es regnet, das ist natürlich praktisch in solchen Autos. Oh, jetzt hier, die Straße ist frei. Jetzt geh doch aus, alle heißen los. Schön, Fullspeed, die Kurve runter. Und da kommt eine Kurve, stopp. Nein, nein. Oh. Schon wieder rückwärts, Alter, was soll das? Ich stehe am nächsten Holz. ich stehe an einem Strompfahl, ey. Lorenzo. Ja. Würdest du lieber in einer lauten Stadt wohnen oder in einem abgeschiedenen Areal, das 10 Meilen von jedem entfernt ist? Also ich glaube,
Mehrheit ist bei lauter Stadt. Lauter Stadt haben gesagt 55%. Ich gratuliere. Bruno. Danke. Würdest du lieber Flugzeuge fliegen können oder Segelboot fahren können? Flugzeug. Flugzeug haben auch gesagt 81%. Ja gut, das ist gut. Fridolin. Ja. Würdest du lieber die Welt bereisen oder an einem Ort bleiben, aber dort alles erkunden, was es da zu bieten gibt, hat? Die Welt haben auch gesagt 83%. Damit haben es wieder alle drei richtig. Seid ihr bereit? Ja. 3, 2, 1, los. Hallo, Lori geht den ganz wilden Weg. Ah, sieht gut aus bis jetzt. Jetzt muss er nur schaffen, hier gut weiterzukommen. Und da ist schon die nächste Kurve. Ja, sieht gut aus. Ich sag's dir. Stopp! Nein. Bleib jetzt stehen. Bleib stehen. Du Auto, bleib. Es rollt immer noch. Bitte, 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 bitte nicht jetzt. Also, obwohl jetzt gerade ist eigentlich okay. Es rollt immer noch. Es rollt, es rollt. Es rollt, es rollt. Es steht. Und diesmal nicht an einem Baum. Ich schon. Nice. Lori. Die Rolle des ja. Würdest du lieber öffentlich von allen gehasst werden, aber ins Geheime liebt dich jeder? Oder öffentlich geliebt werden, aber insgeheim hasst dich jeder? Alter. Wie sieht denn das aus? Die Leute beschimpfen dich dann die ganze Zeit und denken sich dann so, ach, das ist eigentlich ein ganz süßer, ne? Ja, naja, vielleicht so, weißt du, kannst du dir vorstellen, mit so Politikern, so Diktatoren oder so. Ja. Ich würde einfach A nehmen, so jetzt die 50-mäßig, kein Plan. Sagt da A. A haben auch gesagt 87%. Bruno. Ja. Wärst du lieber der einzige Mensch, der nicht für immer lebt? Oder der einzige Mensch, der für immer lebt? Ja, Antwort B, ne? Mal wieder was Besonderes. Antwort B sein. Haben auch gesagt 38%. Bitte was? Ja. Das ist halt ein Egoist, Bruno. Ja, voll ist der Egoist. Fridolin. Yes. Würdest du lieber das Wetter mit Kraft deiner Gedanken kontrollieren? Oder Tiere mit Kraft deiner Gedanken kontrollieren? Tiere. Tiere haben auch gesagt 46%. Was? Damn. Wen juckt denn das scheiß Wetter? Jetzt darf wieder nur Lori. Mein Gott. Also, Lori, du hast jetzt 20 Sekunden, um dich aus dieser geilen Situation herauszubekommen. Mal gucken, ob ich das überhaupt schaffe. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, go. Ja, guter Move, guter Move. Jetzt musst du nur irgendwie wieder auf die Straße kommen. Ja, sieht schon mal gut aus. Die Kurve brauche ich noch. Jetzt fahr ich langsam. Oh, Leitplanke, chillig. Ich werde auch nicht langsam. Stopp! Nein! Ah, wo geht's hin? Wo geht's hin? Ui, da gibt's noch mal ein bisschen Speed. Ja, aber okay, aber wenn wir gerade ausschauen, geht eigentlich klar. Ja. Alter, also. Gleich richtig positioniert, der Junge. Lori. Ja. Würdest du lieber jedes Mal schreien, wenn du angefasst wirst? Oder jedes Mal zusammenzucken, wenn du angefasst wirst. zusammenzucken. Zusammenzucken haben auch gesagt 86%. Nice. Bruno. Ja. Wärst du lieber ein Hund oder eine Katze? Katze. Katze haben auch gesagt 50-50. Oh, da gibt's aber trotzdem den Sieg. Ja, du willst ja auch eigentlich, also so mal rein logisch, willst du nicht am Hals um die Hauswand geschleppt werden. Nee, und Katzen können einfach machen, was sie wollen. Voll. Fridolin. Ja. Das muss ich eigentlich wieder nicht fragen, aber würdest du lieber $350.000 jedes Jahr machen, indem du unschuldige Menschen ausraubst? Oder $40.000 im Jahr machen, indem du Menschen hilfst, die es nötig haben. Fridolin sagt A. A haben auch gesagt 41%. Oh. Dann. Alter, ich. 3, 2,
eins, los. Komm, falls hier hoch, komm. Oh ja. Ah, ja. Es hat schon mal ein bisschen gedauert, bis es hier im Matsch losgeht. Oh. Okay, jetzt geht's los. Hier kam jetzt in die richtige Richtung wenigstens ein bisschen. Wo sind denn eigentlich alle drei Kontrahenten? Ach, da fehlt noch bis weiter. Jetzt machen wir hier noch einmal Gas geben und jetzt. Stopp! Ja, perfekt! Komm, das Schild hält noch ein bisschen auf. Schädlich, Alter! Lori. Ganz entspannt. Hättest du lieber ein Tier oder ein Kind? Oh, Tier. Lori sagt Tier. Haben auch gesagt 65%. Sehr gut. Bruno. Mhm. Würdest du lieber für dein restliches Leben eine Gesichtsmaske tragen oder eine Brille? Brille. Bruno sagt Brille. Haben auch gesagt 52%. Fridolin. So. Haut. Würdest du lieber jedes Mal deine Finger in der Tür einklemmen oder jedes Mal einen Splitter in den Finger bekommen oder irgendwo hinbekommen, wenn du eine Tür anfasst? Also beim ersten, jedes Mal, wenn ich die Tür aufmache quasi. Immer steht da einfach noch immer. Der klemmt einfach immer. Auch wenn du die so auftrittst? Weiß nicht, da steht einfach noch always have your fingers caught in the door. B. B, immer der Splitter. Haben auch gesagt 68%. Jetzt dürfen wir wieder fahren, richtig? Let's go. Drei, hat's das einmal zwei, schon mal falsch? Eins, los. Ja. Aber da hatten wir es, glaube ich, alle falsch. Ah ja, okay, stimmt. Aber eine Runde durfte gar keiner fahren. Okay, jetzt muss ich ein bisschen was holen. Komm schon. Und auch noch der Reh. Es rutscht. Nice. More light plug. Geil. Stopp. Oh, ich fahre noch vielleicht in die Büsche. Vielleicht. Ja, ist okay. Ah, es hält noch an. Oh, ich habe einen schönen Blick auf zwei kleine Büsche. Lori. Mhm. Würdest du lieber Gewicht verlieren durchs Denken oder Gewicht verlieren durchs Essen? Was? Gewicht verlieren durchs Denken? Genau. Oder durchs Essen? Ja, durchs Denken, ansonsten würde ich ja sterben. Ja, schon. Haben 39% auch so gesagt. Aber ich verstehe die Logik auch überhaupt nicht. Ich verstehe die Logik auch nicht, aber das ist egal. Bruder. Alle sind dumm, die Mehrheit ist einfach dumm. Hallo. Ja, Boet, das ist echt. Boet. Alter. Boet. Weiter geht's. Bruno. Ja, voll. Hättest du lieber durchgehend Sommer oder durchgehend Winter? Was ist das für eine Frage? Herbst? Nee, Sommer. Bruno sagt Sommer. Sommer haben auch gesagt 62%. Na easy. Fridolin. Ja. Würdest du lieber einen exakten Klon von dir heiraten oder niemals einen Lebenspartner haben? Mein Klon. Bruno, Fridolin heiratet seinen Klon, so wie 46% der Befragten. So, nein. Also, hat nur Bruno es richtig gehabt, oder? Ja. Okay, warte, ich muss kurz die Route checken, wie ich fahren muss. Wie ich das hier. Okay, alles klar. Geht los! Bruno checkt die Route. 3, 2, 1, los. Komm. Ein bisschen was wenigstens aufholen und nicht irgendwo in die Prärie abbiegen. Ah, hat er gerade Fridolin überholt, wenn ich es richtig gesehen habe? Da war ein Stoppschild. Stopp. Schild. Ja, voll, ich stehe. Alles cool. Lorenzo. Yes. Würdest du lieber den Fuß eines Fremden ablecken oder die Hand eines Fremden ablecken? Ich tue schon lieber die Hand. Ich wüsste, was Fridolin gesagt hat, aber... Lori hat die Hand gesagt, so wie 85%. Bruno. Bruno, hättest du lieber die Macht über die Welt, also alle Macht der Welt sozusagen, oder alles Wissen der Welt? Boah, das ist jetzt schwierig. Aber Wissen ist doch Macht. Ja, safe, dann muss ich mit Wissen gehen. Ich gehe mit Wissen. Wenn das jetzt ein Bait war, Alter. Geht mit Wissen und sagt
das haben auch 61% der Befragten gesagt. Oh, geil. Lori, danke dir. Ja, Mann, Alter. Fridolin. Ja. Da weiß ich auch, was du sagen würdest. Aber mal schauen, was die anderen sagen. Kostenloses Essen für den Rest deines Lebens oder kostenlos Benzin für den Rest deines Lebens? Essen. Essen? Hm. Okay, haben auch gesagt 77%. Aber Benzin ist doch Essen. Ich hätte aber Benzin genommen. Okay, sehr gut. Okay, dann 3, 2, 1, go! Komm, rein in die Luzi, ab über die Brücke. Wo seid ihr so? Wie sieht's bei euch aus? Na, Wüste. Ja, auf jeden Fall. Lori ist in der Wüste angekommen. Und hat jetzt große Geraden vor sich. Da vorne kommt eine dicke Kurve. Da kann man auf jeden Fall ordentlich Gas geben. Da vorne kommt eine Kurve, stopp! Alter, der Busch hat mir übelst geholfen. Der hat dich noch nach rechts gelenkt, ne? Ja. Oh, perfekt. Lorenzo. Jawollo. Würdest du lieber die Lotterie gewinnen oder die wahre Liebe finden? Ich glaube, die Mehrheit sagt die wahre Liebe. Die wahre Liebe. Ich hätte Lotterie gesagt. Ja. Kannst du ja dann noch wahre Liebe kaufen. 58% haben gesagt Lotterie. Wie viel? 58? Haben gesagt Lotterie. Genau, das heißt, wahre Liebe war leider falsch. Mhm. Bruno, hättest du lieber zu Hause ein Pool oder zu Hause ein Hot Tub? Also Schwimmbecken? Okay. Oder Whirlpool quasi. Ja. Quasi, ja. Boah, ich kann mich echt nicht entscheiden, aber ich nehme mal den Whirlpool. Also ich hätte gesagt den normalen Pool. Denn den Whirlpool haben nur 37% der Leute gesagt. Okay. Ritalin. Ja. Hättest du lieber draußen immer Sonne oder draußen immer dunkel? Sonne. Immer Sonne haben auch gesagt 68%. Nur Ritalin erfahren, Leute. Ja. Bist du bereit, Fridolin? Ja. 3, 2, 1, los. Wo ist denn der Gaul? Oh, der ist gleich hinter dir. In der ach so. Ja, voll. Stimmt. Der heizt jetzt am Bruno vorbei. Sehen wir ihn noch zu uns rasen? Und da ist er. Siehst du, Lori? Siehst du? Da kommt er. An uns vorbeigeschossen. Vorbei. Und stopp. Ah, da hat er gut Vorsprung gesammelt. Lori, Juhu. Hättest du lieber die Fähigkeit, glücklich sein zu kaufen oder Liebe zu kaufen? Also Happiness, also Fröhlichkeit. Fröhlichkeit. Kann man eigentlich beides kaufen bei dem Mann mit der Kapuze an der Ecke? Aber du sagst Fröhlichkeit, haben auch gesagt 70%. Ja. Wieder 20 Sekunden. Bruno. Ja. Hättest du lieber immer Regen oder immer Schnee? Ich gehe mal mit der Sommer-Winter-Logik. Ich gehe mal mit dem Regen. Hätte ich auch gesagt. Und Regen haben gesagt 51%. Oh, nice. Was? Fridolin. Puh, Schnee das genommen, war knapp. Hättest du lieber immer, oder beziehungsweise nicht immer, hättest du lieber nichts zu trinken oder nichts zu essen? Nichts zu trinken. Nichts zu trinken. Sagt Fridolin, haben 42% der Leute gesagt. Hä? Somit. Du kannst auch aus Essen Flüssigkeit bekommen. Ja, aber du kommst doch viel länger klar, wenn du nichts isst, als wenn du nichts trinkst, zum Beispiel. Aber du kannst ja auch Essen haben, wo Flüssigkeit drin ist. Ja gut, aber ist wenn das... Das ist eine Wassermelone, Alter. Ja, ist so. Also, Lori darf fahren, Bruno darf auch fahren, glaube ich. Dann geht los. Dann geht's auch gleich los, und zwar 3, 2, 1, los. Ran da, komm. Crash ihn da vorne weg, Lori. Crash ihn weg, voll in die Prärie ballern, den Jungen da. Einfach volle okay. Esse, rein ins Arschloch. Jawohl, und... Ey, der macht's ja wirklich. Der macht's ja wirklich. Na klar. Der macht's ja wirklich. Und... Stopp. Lori. Würdest du lieber einmal am Tag geschlagen werden oder zweimal am Tag getreten? Einmal am Tag geschlagen, Alter. Hä? Haben auch gesagt 71%. WTF? Bruno, wer denkt sich denn, ich drehe mich lieber zweimal? Aber fast 30% gesagt. Bruno, würdest du dir lieber in der Öffentlichkeit einscheißen oder in der Öffentlichkeit einpissen? B?
Bruno sagt B wie Bissen. Haben auch gesagt 74%. Okay, ja, also sonst hätte ich auch echt die Menschheit aufgegeben. Rido. Ich dachte gerade, du sagst, ich hätte sonst echt A genommen. Hättest du lieber. Ja! Also würdest du lieber nur noch Süßigkeiten essen oder nur noch Kuchen essen? Nur noch Kuchen. Nur noch Kuchen haben auch gesagt 59%. Okay, dann 3, 2, 1, los. Oh, gleich dem hier hinterher. Ich hoffe, ganz ehrlich, der Finning kommt nochmal dazu, Lori richtig wegzurammen für die Aktion. War ein so ehrenloses Verhalten. Das darf man eigentlich nicht tolerieren. Naja, aber wir werden es sehen. Stopp! Oh, dieser Schlenker hier gerade noch mal. Da können sich aber die Schiedsrichter. Ich hab's genau auf Stopp gesagt, als ich's gehört habe. Ja, ja. Da blame ich den Discord-Lag, Alter. Langsam. Ja, also wenn du das spontan machst, ist es ja quasi nicht ganz vorbereitet. Das heißt, man hat schon ein bisschen unter einer Sekunde Reaktionszeit, ne? Ja. Aber du hast halt trotzdem Verzögerung, wenn man jetzt noch einen Lenker macht, ja, dann ist das okay. Quasi da so mit drin. Ja. Lorenzo, wärst du lieber nicht mehr in der Lage, neue Musik zu hören? Oder nicht mehr in der Lage, Musik nochmal zu hören? Oh Gott. Das ist ganz schwierig. Das ist schon echt schwierig. Ich nehme A. Lori sagt A, haben auch gesagt 77%. Bruno. Yo. Hättest du lieber Weltfrieden? Oder eine Welt, die niemals zugrunde geht? Wenn ich Weltfrieden habe, dann geht die Welt eigentlich auch nicht zugrunde. Also gehe ich mal mit Weltfrieden. Bruno sagt, Weltfrieden haben auch gesagt 75%. Nice. Fridolin, ja. Das ist eigentlich perfekt, dass du die Frage bekommst. Und zwar, hättest du lieber 1 Million Follower auf TikTok oder 1 Million Follower auf Instagram? Instagram. Fridolin sagt, Instagram haben auch gesagt 63%. Das heißt, es dürfen, waren es wieder alle drei? Mhm. Dann 3, 2, 1. Da wird eiskalt das Schild umgefahren, dann muss dem Gegenverkehr ausgewichen werden. Es wäre natürlich smart, sich auf den Zug zu springen. Und dann Alter, das fährt man einfach mit dem eine Runde. Ja, wenn du dann die Fragen verkackst, bist du irgendwann übelst weit weg. Na, du musst die Frage halt so lange ziehen, dass du irgendwann am perfekten Ort bist. Stopp! Oh nein, ich habe noch in die falsche Richtung gelenkt, ich fahre in die Prärie. Aber es geht. Oh, Lori, hast du aber Glück gehabt gerade. Ist sehr buschig hier. Also, da ist eine Lorenzo, in die Richtung. Ja. Würdest du lieber die Fähigkeit haben zu heilen oder die Fähigkeit Tote wieder zum Leben zu erwecken? Ich würde sagen zu heilen. Lorenzo sagt heilen, das haben auch gesagt 59%. Bruno. Ja. Hättest du lieber eine Glatze und hättest auch keine Haare mehr oder unkontrollierten Haarwuchs. Wo ich mich frage, was kontrollierter Haarwuchs ist, aber egal. Glatze. Ich nehme die Glatze mal. Bruno nimmt die Glatze, haben auch gesagt 46%. Lori darf fahren, Bruno darf nicht fahren. Okay, man könnte sich ja auch die Haare wegrasieren, hätte ich auch drauf kommen können. Fridolin. Ja. Hättest du lieber jedes Mal Gehirnfrost, wenn du irgendwas trinkst, oder Zahnschmerzen immer, wenn du was isst? Gehirnfrost. Fridolin geht mit dem Hirnfrost, der mag sein Steak und das haben auch gesagt 80%. Lori und Frido dürfen fahren. 3, 2, 1, los. Hallo Frido. Hallo. Tschüss. Tschüss, ist er weg. So ein Mist. Oh, kriegt der Lori die Kurve noch? Kriegt er sie? Oh nein. Ah, sehr gut gemacht, Lori. Sehr, sehr gut. Stopp. Oh Gott. Ist nach links? Lori. Ja, Hättest du lieber Familie, aber keine Freunde? Oder Freunde, aber keine Familie? Tja, jetzt müsste ich entscheiden, ne? Für uns, oder für deine Familie? Also echt, Game Guys oder... Also jetzt ist es wirklich du.
Ich bereite die Kündigung schon mal vor. Der Vertrag ist unterschrieben. Ich glaube, ich würde auch wirklich Freunde sagen. Lori geht für die Freunde. Und das haben gesagt 37%. Lori darf nicht fahren, aber bei uns weiter. Aber das ist wirklich nice von dir. Bruno. Ja. Wärst du lieber die am meisten bekannte Person der Welt oder die reichste Person der Welt? Da weiß ich auf jeden Fall 100%, was sie mir einnimmt. Und ich glaube, dem würde ich mich tatsächlich auch anschließen. Ich nehme reich. Bruno sagt reich. Das haben gesagt leider nur 84%. Boah, also jetzt pass auf, ey. Achtung. Vorsicht, jetzt machen wir hier weiter. Fridolin. Oh. Hättest du lieber Hände für deine Füße, also Hände statt Füße oder Füße statt Händen? Hände statt Füße. Hände statt Füße haben gesagt 83%. Lori hat es falsch gemacht. Na toll. Aber die anderen beiden dürfen fahren. Und zwar hat's ja fast mal 3, 2, 1, go. Nein, ich fahre gegen den Stein. Ja, hallo. Danke. Aber war leider gar nicht so erfolgreich. Oh, mein Motor ist kurz ausgegangen. Ja, oh, da kommt da hinten schon der Bruno. Sehen wir den noch am Horizont heranfahren? Ich denke doch. Ja, ich habe schon mal rollen lassen. Ich dachte mir, dass es Stopp-Play kommt. Oh, perfekt, komm. Oh, der rollt auch ganz gut. Bleib stehen. So. Hallo, Lori und Leo. Explodieren Autos auch, wenn sie auf dem Dach liegen? Ja. Auf dem Dach darfst du es drehen. Okay. Lori, hättest du lieber eine lange, erfüllende Karriere, aber mit mittlerem Erfolg? Oder eine kurze, aber sehr erfolgreiche Karriere? Ja, B. Lang, erfüllend. Okay, B. Kurz und erfolgreich haben gesagt 51%. Würdest du dich lieber in jedes Objekt verwandeln oder in jedes Tier? Na, was nehmt ihr? Was nehmt ihr? Boah, das ist echt... Alter, da komme ich gerade auch nicht auf den logischen Zweig. So wie der Kühlschrank oder der Vogel. Welcher von beiden kommt auf den logischen Zweig? Ich stelle auf jeden Fall auf den logischen Zweig, ja, weil es ist ja ein Zweig, das macht ja Sinn, dass es dann Kühlschrank ist. Das heißt, du sagst... Na, nicht hier. Nicht hier, du sagst Objekt. Ich sag Objekt. Ich wusste nicht mehr, wie es beschrieben war, deswegen. 32% haben Objekt gesagt. Grinolin. Oh. Hättest du lieber deine Erinnerung ausgelöscht oder dein Bankkonto? Erinnerung. Alter, ja? Ernst? Bankkonto. Gott. Ich wollte gerade sagen, Alter. 76% haben auch gesagt Bankkonto. Das heißt, es dürfen Lori und Fridolin fahren? Ja. Glaube ich. Dann geht's los. 3, 2, 1, go! Da ziehen sie ab, ich guck mal auf die Map. Sind noch knapp über 2 Kilometer. Oh, da habe ich einen kleinen Struggle gesehen da vorne. Stopp! Oh, er rollt noch. Lori. Ja? Hättest du lieber eine große Überflutung oder eine große Dürre? Na, was sagen sie? Das ist schwierig, also. Ich sage Dürre. Dürre haben auch gesagt 39%. Boah. Bruno. Ja. Hättest du lieber dein komplettes Leben in einen Film verwandelt oder dein komplettes Leben in ein Buch? Film. Ah. Bruno sagt Film, haben auch gesagt 62%. Na, optimal. Wieder den. Ja. Würdest du lieber kochen können wie ein professioneller Koch oder singen wie ein professioneller Sänger? Kochen. Wenn du den sagst, kochen. Haben gesagt 61%. Das heißt, Bruno und Frido dürfen fahren, Lori leider nicht. Und es geht los auf 3, 2, 1, los. Turn, jetzt muss ich hier gut um die Steine rum. Ja, nicht an den Pfahl, sehr gut. Stopp. Oh ja, Leitplanke macht's. Lack ist ab, aber läuft. Lori. Ja? Spannende Frage. Mhm.
Hättest du lieber jedes Jahr einen Wunsch frei, ohne dabei die Vergangenheit beeinflussen zu können? Oder würdest du lieber jedes Jahr die Möglichkeit haben, einmal in der Zeit zurückzureisen, um einen Fehler zu beseitigen? Kommen wieder die harten Geschütze hier. Die Fragen. Mensch. Ja. Käsebrot oder Waschbrot? Da ist es halt wirklich, da geht es ans Essentielle. Ich glaube, den Fehler. Ja. Lori geht für den Fehler. Der Fehler im System. Hättest du, also mit der Möglichkeit, hättest du natürlich auch die Möglichkeit, in die Vergangenheit zu gehen und die richtige Antwort zu wählen. Das war nämlich falsch. Nur 28% haben das gesagt. Okay. Damn. Bruno. Würdest du lieber mit deinem Vergangenheits-Ich kommunizieren oder mit deinem Zukunfts-Ich? Ich nehme Zukunfts-Ich auf jeden Fall. Bruno sagt, Zukunft haben auch gesagt 76%. Ja, okay, wer will die Vergangenheit verändern? Man ist ja der man jetzt ist. So, da müsste man ja unzufrieden mit sich jetzt sein, um mit der Vergangenheit reden zu wollen. Na gut, egal. Nächstes Thema. Ritalin. Ja. Wärst du lieber jedes Mal 2 Stunden zu spät oder 2 Stunden zu früh? Zu früh. Ritalin sagt, zu früh haben auch gesagt 84%. Das heißt, wieder alle außer Lori dürfen fahren. Der will einfach nicht gewinnen. Und zwar 3, 2, 1, los. Komm jetzt bei dir vorbei. Moin. Ahoi. Bramse. Stopp. Und da. Nimm das Schild. Ja, es hat mich auf keinen Fall gewinnen. Okay, also, dann Fridolin hat Fridolin gewonnen. So, wir sind jetzt ja alle mal zum Ziel gefahren. Fridolin war ja schon hier, an diesem schönen Aussichtspunkt mit vielen Boden. Und hat die meisten Fragen, schätze ich mal, richtig beantwortet oder ist einfach sehr gut gefahren. Deswegen gratuliere. Ich überreiche dir hiermit den täglich einen Schlag. Den hast du bekommen. Und ich hoffe, du gehst damit sorgfältig um, machst keinen Quatsch mit deinem Gewinn, investierst das in gute Anlagen, die dir dein zukünftiges Ich vielleicht erzählt. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns von Frido, machen aber noch eine Rückrunde, denn wir müssen noch entscheiden, wer ist Platz 2 und 3. Fühl mich bereit. Alter, da zählt er einfach mit. Oh, wow. Stopp. Achtung! Steig in ein Flugzeug und ist das auch okay? Hä? Wer bremst den bestraft die Hände? Alter, runter damit! Ab in Sonnenuntergang. Stopp!